Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wendlinger Wohngebiet zu einem größeren Polizeieinsatz. Streifenbeamte umstellten ein Wohnhaus in der Egerlandstraße. Spezialeinsatzkräfte stürmten in das Gebäude und nahmen eine Person fest. Ronald Krötz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, schilderte uns die Hintergründe zu dem Einsatz. Nach einem Raubüberfall auf einen Autohändler in Crailsheim haben wir einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen können. Und zwar die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es einen Tatverdächtigen gibt, der im Raum Wendlingen wohnt. Die Kriminalpolizei ermittelte weiter und konnte schließlich den Mann mit Spezialkräften der Polizei am Mittwochabend festnehmen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir werden mit enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die weitere Vorgehensweise prüfen und dann werden wir sehen, ob sich der Tatverdacht erhärtet. Die Polizei durchsuchte mehrere Fahrzeuge, unter anderem auch den VW Scirocco des Tatverdächtigen, nach Beweismitteln. Für die Anwohner war der Polizeieinsatz sehr aufregend. Die Bewohner des Wohnhauses wurden von den Nachbarn als freundlich beschrieben.